Ja, hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Commentary. Es ist ja mal wieder schon länger her. Das letzte Video war ja über meine PS4, dass ihr mich da adden könnt und so weiter. Da habe ich zurzeit keinen, wie heißt das, keinen Online-Zugang, keinen PlayStation Network-Zugang, irgendwie so. Werde ich mir dann in Zukunft mal wiederholen. Heute zocken wir mit der MSMC hier mal. So, aber heute geht es mal so darum, was ich in Zukunft auf diesem Kanal hier vorhabe. Hier kam ja jetzt sehr unregelmäßig etwas und ja, so will ich es eigentlich nicht haben. Der Kanal ist ja immer noch mein erster Kanal hier, mein Hauptkanal. Das sind beides Hauptkanäle natürlich. Aber zurzeit läuft eben auf meinem Technik-Channel einfach mehr. Da habe ich einfach, ja, eine riesen Arbeit noch vor mir. Da habe ich einfach richtig viele Videos, die ich noch machen kann. Und ja, allein deswegen. Wow. Allein deswegen kommt da zurzeit eben mehr, obwohl da jetzt auch nicht jeden Tag was kommt. Das geht einfach nicht, weil ihr wisst ja, ich habe jetzt zurzeit sogar Urlaub, aber auch nur noch bis Ende der Woche. Wow, da war noch jemand. Ja, toll. Von daher auch nicht mehr Ewigkeiten. Und man hat natürlich auch noch irgendwie ein reales Leben. Das heißt, im Urlaub will ich auch ein bisschen im Bett liegen bleiben, ausschlafen und sowas. Und natürlich auch, was weiß ich, mit Kumpels was machen und ja, eben alles Mögliche so, was jetzt eben nicht so unbedingt mit Videos zu tun hat. Und ja, Ende dieser Woche, ups, ne, kommt da nochmal? Ne. Also ab Freitag sogar schon bin ich auch bis Sonntag wieder weg, dann bin ich in Bremen. Von daher, da habe ich dann auch eben hier keine Zeit oder so. Aber ich will den Kanal hier wieder ein bisschen beleben. Und deswegen geht es jetzt mal so um, ja, meine Zukunft und wie es jetzt hier weiterlaufen soll. Ich habe nämlich ein paar Ideen. Es ist nicht so, dass ich jetzt gar keine Ideen habe, was ich hier überhaupt bringen soll. Denn Black Ops 2 auf dem PC werde ich jetzt hier nicht Ewigkeiten bringen. Das ist wohl allen klar. Ich bin jetzt kein super Profispieler. Meine Gameplays, ne, kann man nicht einmal Gameplays nennen, weil ich einfach viel zu selten spiele. Aber es gibt ein Spiel, was ich richtig gut kann, wo ich noch vielen Leuten etwas zeigen könnte. Werde ich wohl immer noch ganz gut können. Gehe ich jetzt mal so von aus. Und zwar, das ist Halo. Das kennen ja auch viele, denke ich mal. Und viele wissen ja auch, dass ich Halo gespielt habe. Bis ich meine Xbox 360 dann verkauft habe, wegen Ausbildung und sowas. Weil es einfach, ja, zeitmäßig gar nicht mehr ging. Auch nun kommt schon. Ja, ist einfach so, eine Ausbildung hat überhaupt keine Zeit mehr dann. Klar, man ist abends wieder zu Hause, könnte dann Videos machen oder so oder könnte irgendwie zocken, aber das macht man einfach nicht. Man hat teilweise auch andere Sachen zu tun, Ausbildungsnachweis schreiben. Ja, was noch alles. Also viele Sachen kommen da eben zusammen. Teilweise hat man auch keine Lust. Ich arbeite ja auch Gleitzeit, das heißt teilweise auch mal länger bis 18 Uhr oder so und dann isst man und dann war es das für den Abend. Dann gucke ich mir vielleicht noch ganz gechillt eine Serie an oder einen Film, ne, und dann war es das eben für den Tag. Dann macht man keine Videos, dann zockt man nicht mehr und ja, so kommt das eben, dass dieser Kanal dann hier etwas in Vergessenheit geraten ist, will ich mal so sagen. Das soll sich aber ändern. Viele wissen ja auch. Na komm schon, einen von denen wenigstens. Auch nicht. Der hat einen Sniper da, ja. Viele wissen ja auch, dass ich dann am Ende des Jahres, oder habe ich ja in dem Video auch gesagt, in den letzten zwei oder drei Videos, meine Ziele und Wünsche für 2014 habe ich ja gesagt, im zweiten Teil, dass ich meine Ausbildung Ende des Jahres dann beendet habe, beziehungsweise im Januar habe ich dann meine mündliche Prüfung noch, also im November jetzt diesen Jahres, praktische schriftliche Prüfung, wie auch immer man das nennen will. Und im Januar dann eben die mündliche Prüfung. Das wird auch nochmal, ja, ein bisschen anstrengend. Ja, und bis dahin habe ich wirklich eine Menge zu tun. Also ich habe schon so ein bisschen Schiss davor. Weil ich den ganzen Prüfungskram dann eben so vorbereiten muss. Also nicht nur lernen, sondern auch für die mündliche Prüfung muss man eine Präsentation vorbereiten. Alles Mögliche. Habe ich aber, glaube ich, schon mal so ein bisschen erwähnt. Und das ist auch nicht ganz so wichtig hier. Wo kommt der jetzt her? Ja, also deswegen mega viel zu tun noch, aber eben nur bis nächstes Jahr Januar. Dann bin ich fertig und da wird es dann jetzt interessant. Ja, da kommen wir jetzt so zu dem, was ich eigentlich das Video hier sagen will und wollte. Und zwar, es steht nicht fest, ob ich dann jetzt weiterarbeite oder nicht und vielleicht will ich das auch gar nicht. Das sehe ich dann mal. Also mal gucken, wie dann so die Lage ist. Das steht jetzt überhaupt noch nicht fest, was ich dann mache.
Aber ich habe auch eine Idee, dass ich dann eventuell einfach mal selbstständig arbeiten werde, also selbstständig bin. Ist da jemand? Jo, habe ich gar nicht gesehen. Ich bin ein bisschen blind, sorry. Wenn ich jetzt nebenbei kommentiere, dann konzentriere ich mich eher auf das Kommentieren als jetzt auf das Spiel. Deswegen ist das ein bisschen hilflos gerade. Ach, komm schon. Wo ist der denn? Da hinten. Na toll. Ja, jetzt bin ich schon wieder völlig aus dem Ruder gekommen hier. So, aber ich finde noch wieder rein. So. Und dann wollte ich mich eben selbstständig machen. Vielleicht, ja. Also wie gesagt, alles noch keine feste Aussage hier. Ja, und womit? Klar, ich will YouTube weitermachen. Und zum Beispiel für meinen zweiten Kanal alleine brauche ich so viel Zeit. Ihr seht es ja, da kommt jetzt auch nicht so häufig was. Ich mache da schon, ich versuche zumindest jede Woche was zu machen, weil die Videos einfach etwas aufwendiger sind. Da muss ich schon ein bisschen recherchieren teilweise und ja, bräuchte sogar eigentlich noch einen Kameramann irgendwie. Leider ist das ein bisschen schwierig, einen Kameramann zu finden, der sich auch ein bisschen mit PCs und Technik und so auskennt und eben ja weiß, was man eben sogar zeigen soll. Also nicht so ein ganz unerfahrener Kameramann, sage ich jetzt mal. Alter, den habe ich ja gar nicht gesehen. Und deswegen ist das ein bisschen schwierig, aber ich wollte mich damit sozusagen selbstständig machen. Ich werde natürlich noch nichts großartig damit verdienen. Ich verdiene jetzt ja zurzeit auch nicht wirklich was. Es ist ein kleines Taschengeld, das ist ja kein Geheimnis. Kann ja jeder sozusagen schon nachgucken. Also dann seht ihr auch online, dass ich dann, was weiß ich, ca. 100 € verdiene. Ja, ist schön und ist auch echt ein gutes Geld, sage ich mal. Dafür, dass es einfach nur so ein Hobby ist. Aber ich will eben gucken, was ich dann mit YouTube noch erreichen kann, weil ich sehe einfach, dass sich so viele Leute für meine Technikvideos interessieren und natürlich auch für die Commentaries hier. Ich meine, früher haben meine Videos ja hier wirklich richtig viele Aufrufe bekommen, von Shakes and Fidget zum Beispiel. Und ich will auch gerne weiter kommentieren und zocken natürlich nebenher. Also zwei Kanäle gleichzeitig betreiben, teilweise sogar drei. Ich habe ja noch einen dritten im Moment mit Castle Clash Videos, aber der ist jetzt nicht so im nicht so im Rampenlicht, sage ich jetzt mal. Weil Castle Clash wird sicherlich irgendwann noch aufhören und dann mal gucken, was auf dem Kanal dann läuft. Der ist auch jetzt nicht gepartnert, da mache ich überhaupt kein Geld mit dem Kanal. Wow, hat der gerade echt ein Wurfmesser ge. Ach du Scheiße. Da wurde ich hart geownt, würde ich mal sagen. Ja, aber auf jeden Fall zwei Kanäle würde ich dann eben machen und gucken, wie weit ich dann einfach damit komme. Wenn ich wirklich aktiv wieder dabei bin, einfach YouTube mache, meine Videos mache und ja, viele haben mir dazu geraten, einfach. Es ist der einzige Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich noch selbstständig sein kann. Sagen wir mal, wenn ich jetzt eine Frau und Kinder habe, dann kann ich das nicht machen, weil ich dann nichts verdiene. Ich bin dann abhängig von anderen Leuten oder beziehungsweise die sind abhängig von dem Geld oder wir alle sind abhängig von dem Geld und da kann ich es mir nicht erlauben, einfach mal kurz, was weiß ich, ein halbes Jahr oder Jahr etwas zu versuchen, etwas zu erreichen und nicht mit der Gewissheit zu leben, dass es so wirklich klappt. So, ja, 21:13 habe ich jetzt gezockt. Wir machen noch ein bisschen weiter. Das wird ein etwas längeres Commentary. Und ich hoffe mal wirklich, dass sich das viele von euch angucken. Ja, bitte schaut auch, bitte schaut es zu Ende an. Das ist wirklich wichtig, was ich jetzt sage. Und es ist auch kein Spaß. Doch, zocken wir einfach jedem. Denn das habe ich wirklich vor. Also, wie gesagt, steht noch nichts fest. Aber das wäre so auf jeden Fall ein Weg. Entweder arbeiten oder eben selbstständig was probieren. Und da hätte ich schon sehr viel Lust zu. Ja, genau, dann war ich beim Zocken. Genau, was kommt denn auf diesem Kanal dann hier? Klar, auf dem zweiten Kanal, Skill4 Games, meinem Technik-Channel sozusagen, das ist ja relativ festgeschrieben, was da kommt. Also, da habe ich genug Ideen, da werde ich meine PC-Sachen auspacken und sowas. Ja, was heißt auspacken? PC-Sachen testen, meine ich jetzt eher. Viele Sachen erklären, auch jetzt bald kommt ein Video zum Übertakten, PC-Übertakten, also Prozessor-Übertakten. Vielleicht auch Grafikkarte übertakten und es kommt ein Review zu einem Soundsystem, was ich hier immer noch stehen habe. Und was weiß ich, wie man einen PC überhaupt nochmal zusammenbaut, ein paar Sachen nochmal einzeln erklären und PC-Zusammenstellung. Also es gibt genug, ihr merkt das schon, da brauche ich überhaupt keine Ideen, weil es gibt einfach genug Sachen da. Es kommen immer neue Technik-Sachen raus, deswegen mache ich mir bei dem Kanal überhaupt keine Sorgen, weil es einfach immer neue Sachen gibt, die ich zeigen kann. So. Auf diesem Kanal hier aber, ich war eben bei Halo schon mal stehen geblieben. Es wird Halo auch für die Xbox One geben. Und jetzt fragt ihr euch ja, du hast den PS4 gekauft, du Lutscher. ja, das habe ich.
Mal gucken, ob ich die auch behalten werde. Ja, also mal schauen. Ich habe die günstig bekommen. Vielleicht werde ich sie auch wieder verkaufen. Ich habe es mir echt nur geholt, weil sie einfach verdammt günstig war. Die hatten Real-Life-Kumpel von mir, der hat die verkauft und das war eben günstiger als der Neupreis, obwohl die wirklich komplett neu waren, noch nie benutzt, alles noch eingepackt und so mit Rechnung und deswegen wurde ich da schwach und dachte mir, komm, wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich es wieder verkaufen für den gleichen Preis oder vielleicht auch 10, 20 Euro weniger, je nachdem. Jedenfalls habe ich dann keinen Verlust gemacht, das ist dann, worauf ich hinaus will. Oh, den kriege ich nicht. Ja, aber eine Xbox One werde ich mir dann auch zulegen, weil es kommt ja die Halo Master Chief Edition raus. Und soweit ich das verstanden habe, sind das ja alle Halo-Teile. Halo 1, 2, 3 und 4. Also ohne Reach und sonstiges. Halo ODST oder so. Das ist jetzt nicht dabei. Aber 1, 2, 3, 4. Oh, mein Aiming. Sind da neu aufgelegt. Oh, der scheint mich nicht ganz zu sehen. Egal. Und da will ich die wieder zocken auf der Xbox One. Da freue ich mich extrem drauf und ich war jetzt echt schon kurz davor, mir eine Xbox 360 wieder zu holen, weil, weiß nicht, ich vermisse einfach diese Halo-Zeit. Alle, die von euch schon mal Halo gespielt haben, die wissen, das ist einfach so ein geiles Spiel. Ohne jetzt zu haten, aber Call of Duty kommt einfach nicht dagegen an. Es ist so, ich habe beides jetzt schon lange gespielt, Halo natürlich noch sehr viel länger, aber Halo ist einfach anspruchsvoller. Es ist härter, es ist einfach geiler, es ist so krank, das Spiel, man kann es einfach gar nicht beschreiben. Das ist auf jeden Fall immer noch mein Lieblingsspiel von allen, ja, kann ich einfach so sagen. Halo 3, Hammer, die Zeit. Und da war ich eben auch kein schlechter Spieler, das kann, denke ich mal, auch jeder so bezeugen. Da war ich dann gegen Ende schon wirklich echt nicht schlecht. Also was weiß ich, ich habe dann auch sowas wie eine Killtrocity in 4 gegen 4 Teamslayer gemacht auf Skill 50. Und das schafft dann auch nicht jeder. Und hatte meine Team Snipers 50, gut, Team Doubles 50 hatte ich dann auch. Habe ich mit einem guten Kumpel gemacht aus Italien. Ja, und ich habe einfach so dermaßen Bock, wieder Halo zu spielen. Und das wird dann eben auf diesem Kanal kommen, wenn es klappt, dass ich selbstständig bin. Aber selbst wenn es nicht klappt, Leute, kann ich euch auch beruhigen. Ich werde mir trotzdem eine Xbox One kaufen, ja. Werde ich jetzt sogar noch bald machen. Die kommt ja schon. Also die Master Chief Edition, wann kommt die denn raus? Ich glaube Oktober oder November, eins von beiden. Die werde ich mir vielleicht dann schon mal zulegen oder vorbestellen. Ich werde es aber nicht zocken können. Ja, wie gesagt, November, Prüfung, viel lernen. Da werde ich mich auf keinen Fall davon ablenken lassen. Auf keinen Fall. Das geht absolut nicht. Da werde ich dann, also zocken auf jeden Fall nicht tun. Da werde ich dann ab und zu mal eine Freundin besuchen, aber sonst war es das. Ich würde sagen, da bin ich eigentlich schon durch. Also, wie gesagt, selbstständig, eventuell, und dann geht es hier richtig los. Aber auch wenn nicht, wenn ich es nicht schaffen sollte, oder was heißt, wenn ich doch weiterarbeiten will und eine Stelle bekomme, eine Festanstellung, dann, ja, erst einmal nicht, aber es wird trotzdem weiter Videos hier geben. Denn dann habe ich ja auch, wie gesagt, feste Arbeitszeiten, habe keine Prüfungen mehr zu schreiben. Ich muss im Grunde erstmal nicht mehr so lernen und habe auch keine Hausaufgaben. Das fällt dann erstmal für immer weg, außer ich studiere irgendwann. Und deswegen kann es dann ganz normal weitergehen und habe dann etwas mehr Zeit sogar als hier in der Ausbildung. Hä, ist der jetzt hier irgendwo noch? Da ist er doch. Ja, und habe dann einfach dementsprechend ein bisschen mehr Zeit, auch für meinen PC-Kanal. Und yo, ich würde sagen, das war's. Ist schon ein richtig langes Commentary jetzt hier geworden. Bitte, bitte, bitte schreibt einfach mal eure Meinung dazu. Findet ihr das geil? Freut ihr euch auf Halo? Es wird dann wirklich ein Halo-Channel im Grunde. Also nein, kein Halo-Channel, das jetzt auch nicht wirklich. Ich werde vielleicht auch ein paar Videologs machen. Also wenn ich wirklich selbstständig bin, dann wird es hier richtig viel geben. Nicht nur Halo. Dann wird es wirklich richtig viel Zeug geben. Also auch noch Call of Duty wahrscheinlich nebenbei und Sachen auf der PS4, Sachen auf der Xbox One. Ich werde mir auch eine Elgato kaufen, die habe ich schon in Aussicht, gebraucht allerdings. Zurzeit habe ich auch nicht so viel Kohle, ich musste mir jetzt ein Sofa bestellen, das hat 800 Euro gekostet und ich musste Auto reparieren lassen, der Außenspiegel wurde mir fast abgefahren oder der, ja, also war auf jeden Fall kaputt. Und ihr werdet es mir nicht glauben, aber allein für mein Auto muss ich diesen Monat 550 Euro Inspektion, TÜV, Außenspiegel reparieren lassen.
550 Euro für die Werkstatt bezahlen, plus 280 Euro Kfz-Steuern und Versicherung. 280 Euro vierteljährlich, also nee, die Steuern sind glaube ich jährlich und die Versicherung vierteljährig, also 180 Euro vierteljährig ist das glaube ich. Ja, ist echt nicht günstig und jetzt eben noch ein Sofa bestellt, das heißt, ich bin absolut pleite. Ist einfach so. Ich hätte auch gerne ein bisschen mehr Geld, aber naja. Deswegen muss ich gucken, wann ich mir solche Sachen kaufen kann. Die Elgato, wie gesagt, geht nur gebraucht. Zurzeit ist echt knapp. Und die Xbox One geht diesen Monat sowieso nicht. Und nächsten Monat muss ich auch mal gucken. Also es wird ein bisschen knapp. Aber auf jeden Fall noch dieses Jahr. Ich werde mal gucken. Ein bisschen Geld bekomme ich auch in meiner Ausbildung. Deswegen kann ich mir sicherlich da noch ein bisschen was für die Xbox One zurücklegen. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf eure Meinung. Freut ihr euch, wenn der Kanal hier wieder aktiver wird? Krass, habe ich noch bekommen. Würde mich freuen, wenn der Kanal wieder echt der zur alten Größe wieder aufsteigt. Ich meine, ich habe ja 18.000 Abos oder so oder 17.500 oder so, ich weiß es gar nicht. Aber eben die meisten durch Shakes and Fidget. Ist auch nicht schlimm, ist ein geiles Game, aber da bin ich einfach so, ja, ich sag mal, rausgewachsen, jetzt vielleicht nicht, aber es trifft einfach nicht mehr so meine Interessen und so 5 Stunden irgendwelche Abenteuerlust runterklicken ist einfach nicht mehr so meins, deswegen das müsst ihr verstehen, müsst ihr akzeptieren. Hätte ich Shakes and Fidget weitergemacht, hätte ich eine Menge Geld gemacht, aber darum ging es mir nie. Ja, ich meine, ich hätte viel mehr Aufrufe bekommen, das 5- oder 6-fache. Ihr habt es ja gesehen, meine Aufrufe mit Shakes and Fidget, aber wie gesagt, es geht da überhaupt nicht um Geld, es geht einfach um Spaß und eben auch teilweise dann um die Zeit, die mir dann wegen der Ausbildung fehlt. Ja, ich würde sagen, das war mal wieder ein Top-Commentary hier. Sogar live und habe trotzdem eigentlich relativ straight hier durchgeredet, ohne so große Verhaspler. Ja, jetzt die Runde zu Ende zocken kann ich eigentlich auch noch gerade. Das Video wird sowieso ein bisschen länger. Ach so, und falls ihr wirklich Technik... Oh Gott, mein Aiming. Den hole ich mir jetzt aber trotzdem noch. Passt auf, Leute, den hole ich mir. Ja, okay, dann eben nicht. Falls ihr euch für Technik interessiert, mein Zweitkanal ist immer in der Beschreibung verlinkt. Ich habe mir jetzt auch einen neuen Prozessor gegönnt. Das hört sich jetzt an, als hätte ich trotzdem voll viel Kohle. Nein, ich habe meinen alten Prozessor verkauft. Oder den habe ich noch. Habe den neuen richtig günstig bekommen. Das war wie ein Snipe im Auktionshaus von Diablo 3, so kann man es sagen. Und habe auch eine neue Kühlung. Eine Corsair H110 und deswegen, falls ihr euch für Technik interessiert, für CPU, Übertakten und Kühlung und all sowas, falls ihr einfach meinen Rechner sehen wollt, der inzwischen wirklich richtig krass ist und bald auch noch krasser wird, wenn ich wirklich noch ein bisschen mehr Erfolg habe mit YouTube und irgendwie mein Geld noch für ein paar Sachen ausgeben kann für einen PC, dann wird es auch bald ein SLI-System mit 2 780 Ti oder sowas. Also mal gucken, wird auf jeden Fall noch richtig krass. Ups, da schreibe ich aus Versehen in den Chat. Deswegen schaut da mal vorbei, falls euch das interessiert, so rund um PC oder Setups, falls ihr einfach wissen wollt, wie sieht mein PC aus, wie sieht mein Zimmer aus, mein Setup und so allgemein. Schaut mal rein, ist auf jeden Fall interessant. Der Kanal ist echt groß, der ist inzwischen größer als dieser Kanal hier. Also nicht von den Abos her, aber auf jeden Fall von den Klicks her. Und das finde ich auch Hammer, dass die Leute den Kanal einfach so feiern und da immer einen Daumen hoch geben. Ich meine, da kriege ich jetzt über 200 Daumen hoch dann teilweise. Wo ist der denn? Ach, scheiße. Ja, also über 200 Daumen hoch dann teilweise auf einem Video. Oder meine Setup-Videos, die haben ja inzwischen, wie viel haben die denn? 75.000 Aufrufe, glaube ich. Irgendwie sowas. Und das, also das erste Setup-Video hat schon irgendwie fast 100.000. Und das zweite jetzt von diesem Jahr oder Anfang dieses Jahres, das hat eben so 75.000. Ist da denn keiner? Doch, da. Oh Gott, ist der schlecht. Ja, also auf jeden Fall mal vorbeigucken, lohnt sich. Und wie gesagt, hier gibt es dann auch jetzt öfter was. Leider aber nicht Ende des Jahres. Das heißt, jetzt kann ich noch ab und zu ein bisschen zocken, wenn ich Zeit habe. Boah. Der war auch wieder so tricky. Aber nach den Prüfungen wird dann hoffentlich alles besser, also Januar nächsten Jahres. Aber wie gesagt, vorher kommt noch was, also nur eben nicht direkt vor der Prüfung. Da werdet ihr wohl hoffentlich verstehen, dass ich dann lerne. Ja, jetzt habe ich es geschafft. 2 Gameplays hier. Richtig top. Ich bin sogar Erster. Was? 26, 18, ey.
Zum Glück wird sich meine Killcam gezeigt, das wäre richtig peinlich. Ach doch, es wird, wie ich gekillt werde, natürlich. Egal. So, dann schreibt bitte eure Meinung gerne auch ausführlich. Ich lese mir alles durch in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, es geht hier bald wirklich weiter. Ja, ich lasse den Kanal hier nicht vergammeln und auch nicht sterben. Das könnt ihr mir glauben. Mir hängt immer noch, mir liegt immer noch sehr viel an diesem Kanal. Und deswegen werde ich ihn auf keinen Fall irgendwie inaktiv hier verrotten lassen. Das werde ich nicht tun. Und ihr könnt euch immer freuen auf ein neues Video. Nicht ganz so regelmäßig und nicht zu festen Zeiten, aber ihr könnt euch darauf freuen. Damit wünsche ich euch ein wunderschönes, was haben wir heute? Mittwoch? Nee, Donnerstag. Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch, weil es wird erst Freitag hochkommen. Das Rendern und sowas und Hochladen, das dauert Ewigkeiten. Und bitte, bitte schreibt mir einen Kommentar, lasst auch ein Like da und schreibt mal Hashtag Comeback in die Kommentare, wenn ihr es wirklich bis jetzt hingesehen habt. Ja, wirklich, Hashtag Comeback. Bitte schreibt es in die Kommentare. Es wird mich echt interessieren, wie viele jetzt noch dran geblieben sind, ja. Das werden, glaube ich, keine 5 Leute sein. Aber mal gucken. So, wie gesagt, schönes Wochenende und wir sehen uns natürlich bald zu einem weiteren Video. Ich habe schon ein weiteres mit Marvin aka Shinux aufgenommen. Also freut euch darauf und es geht weiter, Leute. Es geht weiter.